Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge des 19 auf dem PC auf der Kernstadt. Ja, am 6. Tag Herbst, danach kommt der Winter und wir sind mit unserer Ernte noch nicht fertig, beziehungsweise können wir ja was nicht mehr ernten. Aber das, was noch geht, das müssen wir ja schleunigst noch vom Feld bringen. Unter anderem hier unsere Kartoffeln. Ja, und nicht Zuckerrüben, wie ich gestern gesagt habe. Ne? Schon Rüben geschädigt, ne? Denn ja, die letzten zwei Tage werden wir da ordentlich Rüben rausgemacht haben. Wollte jetzt eigentlich bloß schnell hier vorfahren, dass ich ihn gleich mal einstellen kann, weil da kann der doch bestimmt schon mal ein Stück weiterfahren. Wir werden dann ihn noch mit noch ein Schneidwerk kaufen, dass er oben mit ein bisschen Zuckerrohr machen kann. Selbst das wird schon eine Weile brauchen, er muss das Schneidwerk geholt haben vom Shop, das weggeschafft haben. Das ist schon alles, ja, wird alles ein bisschen Zeit brauchen. Mal gucken, wie wir das hier geregelt kriegen. So, ihn schaffen wir gleich mal auf der Straße, dann ist der auch schneller wieder da. Obwohl, das ist ja eigentlich unser dritter Abfahrer hier schon, ne? Wobei wir das wahrscheinlich schon viel eher hätten machen sollen. So, das ist hier einer, der zum Beispiel schon mal Zuckerrohr holt von der 25. Spritze weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich muss erst mal gucken, wie weit Kalkstreuer ist. So, das ist ja noch ein Abfahrer, der breit steht an Feld 40. Und der andere ist gerade am Hof beim Abkippen. So, hier wieder einen Helfer einstellen. Ich glaube, den können wir bei Gelegenheit auch wegräumen. Hier Kalkstreuer ist noch nicht ganz fertig. Den lassen wir natürlich hier noch fertig machen, naheliegendsten Wegpunkt. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern, denn ja, mit 902 Liter Kalk würde hier nicht mehr weit kommen. Der wird gleich abdampfen und nochmal Nachschub holen. Ihn hat man ja hier zwischengeparkt, weil wir ja hier drüben das Zuckerrohrfeld dann noch pflügen müssen. So, hier, da sieht mir so aus, als wäre er auf dem Weg zur 25. Oh, haben wir Geld bekommen? Ach nee, das ist ja die Tierhaut, die wir hier herbringen wollten. Da kriegt man ja hier aktuell nicht das Geld davor, die wird ja bloß hier eingelagert. So, lassen wir das mal einlagern. So, den nehmen wir gleich noch mal kurz raus. Und nicht, dass so eine Mini-Reihe überbleibt, machen wir hier bloß mal eine halbe Reihe. Dann können, wir auch drüben die Reihe machen. Da kann er besser abbunkern dann. Weil wenn wir jetzt, wenn er fast eine ganze nehmen würde, oder würde das passen? Moment, muss mal ausprobieren. Theoretisch passt das. Genau. Jetzt sitzen wir ja schon wieder in der... Achso, doch, klar. War ja richtig. Wir hatten ihn ja bloß vorher eingestellt. Wir müssen in die Richtung weiter durchtappen hier. Damit wir hier einen Zuckerrohrabfahrer in Gang kriegen. Den können wir auch wieder einstellen. Er pflügt ja hier auf der 40. Er ist natürlich noch viel wichtiger, den wir hier einstellen müssen. Jetzt weiß ich gar nicht. Wir haben ja immer noch... Also Kurs haben wir ja keinen geladen. Ne? Hat man den jetzt schon rausgelöscht von Feld 25? Denn wir wollten doch hier einen generieren. Hier 8 Vorgewände. Den nehmen wir raus und wir machen hier einen neuen Kurs mit 6 Vorgewänden. Können wir auch hier anfangen, das spielt keine Rolle, wo wir das machen. Es geht ja nur darum, dass er dann sozusagen die Ecken besser erwischt. Obwohl es vielleicht auch keine Rolle gespielt hätte, wenn wir... Ja,
Ach nee, wir hatten ihn doch mit Standardhelfer laufen lassen, oder? Genau, mit Standardhelfer, damit er nicht immer rangiert, welchen abbunkern. So rum war das doch. Ich muss bloß einen Helfer wieder einstellen hier. Da brauchen wir gar keinen Kurs mehr. Ja, die stehen hier auch noch da. Die können wir dann bei Gelegenheit aufräumen. Das Zuckerrohrfeld, das will natürlich irgendwann noch gescannt werden. Jetzt weiß ich nicht, wir müssen jetzt sowieso gucken, wenn wir zwei Fahrer einsetzen. Achso, hier oben einmal. Ne, das ist doch aber dann... Das ist der von der 26. Wo ist denn? Achso, er steht auf dem Punkt, auf dem zweiten Punkt hier unten. Genau, dann müssen wir ihn nämlich mal hier rüberstellen. Stellen wir ihn mal auf die andere Seite. Dass wir hier die 25 dann Abfahrer frei haben. So, er hatte, glaube ich, Sahne verteilt. Der kann theoretisch hier wieder an den Hof zurück. Und zwar schickt man den einfach mal an den Hof. Müssten ja hinten die drei Parkplätze müssten ja frei sein. Ja, das ist ja so Sojamilch, ne? Auch im Fass. Ansonsten ist ja auch alles wieder voll, ne? Also wenn jemand Zeit hat, können wir das auch verkaufen, ne? So, hier wollten wir Fleisch und Wurst verkaufen, aber auch wenn wir Zeit haben. Denn hier geht es noch weiter. Blockiert er jetzt schon einen anderen hier hinter uns? Ja, genau. Der wird doch schon bestimmt schon gerufen, der dahinter, ne? Ja, der setzt sich in Bewegung. Aber das ist genau dort, wo ich wieder stehe hier. Aber hier darf sie hinten nochmal anstellen. So, dann müssten wir erstmal alles durchhaben. Ihn hier, ja, lassen wir den noch runterfahren. Der hier ist noch in Deutz, der ist schon leer. Da können wir ihn hier nämlich gleich umstellen. Den können wir rausnehmen, der kriegt dann 25 Abfahrer. Sozusagen als Anfahrpunkt. Und er fährt nicht mehr ins Erdfruchtsilo. Sondern er muss dann hoch ins Getreidelager. Hat er sich hier wieder zurückrangiert? So kommen wir hier nicht vorwärts. Dachte, es kommt noch einer gefahren. Ja, wenn wir mal sehen, das ist noch wahnsinnig viel. Also gut, hier ist er, hat er ja schon das Stück weg. Bei Wachstum, wenn wir hier gucken, aber mal schauen, wie weit wir kommen. So, er ist natürlich ja fertig, ne? Warum kommt jetzt der Deutz nicht? Weil die blockieren sich wieder mal gegenseitig hier. Ist natürlich jetzt so eine Sache, ich werde ihn jetzt hier noch nicht einstellen, dass er zu Feld 25 fährt.
Weil das geht dann schief, ne? Weil dann holen wir das erste Mal am 25 ab. Was passiert dann? Dann fahren wir zum Erdfruchtsilo. Weil das kann ich ja noch nicht umstellen, Erdfruchtsilo, das muss ja erstmal noch so drin bleiben. Ja, er blinkert zwar freudig, aber lädt auch ab. Ne, der Helfer wird raus sein, oder? Da sitzt niemand mehr drin, der hat schon Feierabend. Wir müssen ja mit dem Teil auch selber zum Hof fahren. Nein, es wird eben auch schon ganz schön dunkel hier. Aber wie gesagt, heute die zwei Folgen, ist ja jetzt die erste Folge am Sonntag, die zweite Sonntagsfolge werden wir definitiv auch noch Zuckerrohr ernten. Mal schauen, denn wenn ich jetzt hier so auf, uns interessiert ja die Feuchtigkeit nicht, ne? Weil wenn ich so gucke, wir könnten Montag auch noch Zuckerrohr ernten bis 18 Uhr, ne? Danach könnte es regnen, weil dann eine Wolke kommt. Es ist die Frage mit dem minus 1 Grad, wie weit wir Frost im Boden haben. Denn wir haben ja nur noch Bodentemperatur von 2 Grad. Also ist jetzt nicht so, dass man das noch durchziehen könnte, die Ernte. Da wäre eben auch schön, wenn hier unten Feld 40 schon mal gepflügt wäre. Ne? Das müsste dann natürlich auch noch gekalkt werden. Aber wir werden ja sowieso nicht noch mal ansehen, den Feldern. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nochmal schaffen. Meine jetzt die Investition dann nochmal für das Schneidwerk ist jetzt nicht so eine Wahnsinnssumme, ne? Aber das werden wir schon noch machen. Meine, hier wird es auch noch heller. Meine, wir sind ja hier im Schatten vom Berg, wo es so dunkel ist, ne? Dürfen wir jetzt noch überholen hier, oder was? Das gibt's doch nicht. An der nächsten Kreuzung haben wir wieder ein. Pass mal auf. So, können wir schon mal eins machen. Wir können schon mal ein Schneidwerk kaufen. Rübentechnik und zwar Zuckerrohr. Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Zuckerrohr. Eins besitzen wir, brauchen wir noch ein zweites. Ui.
Der Schneidtag muss natürlich sauber gemacht werden, also das auf alle Fälle. So kommt das nicht ins Regal oder in Unterstand da drüben hin. Weil wir werden noch beides jetzt abkerchern. Mal, dass mal hier ein bisschen die Farbe wieder zum Vorschein kommt. Weiß ich jetzt nicht, die Deutsch sollten wir vielleicht schon abfangen und dann umstellen. Das Dreck alles ab hier. Sieht gut aus, oder? Das Schneidwerk mal erstmal absenken. Die Karotten. Zwiebeln, das war Zuckerrübe. Ach, das war Weißkohl, okay. Gut, da haben wir nachher für die Zuckerrohre ja noch keinen Platz zurecht hier. Na gut, die stellen wir dann auch mit unter. Oder stellen wir es gleich hier vor Zwiebel. Können wir natürlich auch machen. Stellen wir es nicht ganz ran, dass wir sehen, dass es ein anderes ist noch mit. Und dann können wir das hier abstellen. Ja, anfangen kriegt man noch mit der Maschine dann auf dem Feld bei der ersten Folge heute hier. Weil vielleicht könnten wir auch einen Trecker nehmen. Mal gucken. Und eventuell selber mit dem Ladewagen ein bisschen noch rumfahren. Dann müsste man ja auch theoretisch, kriegt ja der Roder auch weniger Stillstand. So, hier müssen wir schon mal einstellen, 25 Abfahrer. Nicht Drescher, sondern Abfahrer. So, der T8 sollte hier stehen. Das macht er. Das würde erstmal soweit passen. So, wie gesagt, den werden wir hier drüben ansetzen. Wie gesagt, wie weit sie kommen. Das müssen wir mal schauen. Ist ja mit Crossplay gefahren, das dürfte auch nicht so kritisch werden hier. Müsste einigermaßen gerade sein, da kann er ja runter. Wir müssen jetzt die Abfahrer ja organisieren. Sind die schon da unten angekommen? Der erste steht nämlich schon hier.
So, das muss hier raus. Das wird dann 25 Abfahrer. Und Getreidelager am Hof. Oder beziehungsweise Getreide, doch Getreidelager anliefern. Und der zweite, den können wir erstmal hier rausnehmen. 25 Abfahrer. Hof Getreidelager. Und da geht's hier weiter. So, er muss hier noch ein Stück. Das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Und hier T8 setzt sich schon in Bewegung. Das sieht auch schon mal gut aus, ne? Inwiefern er dann hier mit dem Umbruch klarkommt, das müssen wir mal sehen. Also wie gesagt, ich sehe das noch nicht, dass wir alles ernten. Weil ich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was passiert morgen an den Tag, ob das dann hier wirklich... Es müsste ja eigentlich, seasonstechnisch müsste es ja eigentlich verdorren, ne? Denn ernten können wir nicht mehr. Sojabohnen ist heute letzte Chance. Obwohl wir Mais noch am ersten zwei Wintertagen dreschen könnten. Ich meine, vielleicht wird es sogar trocken, vielleicht können wir es hier doch noch dreschen. Ich glaube es zwar nicht mehr. Aber wir werden erstmal da oben noch die Trecker stehen lassen. Und werden da mal schauen. So, was natürlich jetzt die Frage ist, ob wir wirklich jetzt hier... Das ist ein Abfahrer, fährt jetzt hin. Und wie viele stehen jetzt noch hier? Steht bloß noch einer da. Eigentlich können wir nicht noch zusätzlich einen hier abziehen. Das wird nichts werden. Wenn, dann müssten wir am Hof gucken. Wenn, dann könnten wir ja sowieso nur abbunkern, wenn das Rohr außerhalb der Frucht ist, weil wir sonst zu viel kaputt fahren. Aber es wird jetzt hier ganz schön im Fahrbetrieb werden. Weil theoretisch haben wir jetzt 6, haben wir hinten 4 Abfahrer oder haben wir plus 3? Einer ist dort und die sind unterwegs. Einer. Da fährt noch einer, ne, das sind die zwei Deutsch, die da hochkommen. Ne, da fährt keiner weiter hin. Ja. Weil sagen, er müsste doch auch gleich fertig sein. Hat er schon die Meldung gebracht? So. Theoretisch muss dann noch die... Ja, die 25 dann noch gekalkt werden. Aber hier den Pflegebereiften, ich glaube, den können wir in die Garage schicken. Wenn, dann muss das Kalken sowieso der... Ja, unser Lamborghini übernehmen. Dann müssen wir hier mal einen Kurs generieren. So, hier so ungefähr sollte es enden. Denn wir haben doch noch nichts gemacht für die 6, oder? Nur kalken und ansehen, genau. So, Feld 6. Zweimal rundherum, Feld rein zuerst, scharfe Ecken, 7%. Und hier nehmen wir mal 36 Meter. Ui, das ist natürlich äußerst ungünstig. Weil das wird nicht gut gehen, wenn er hier steht. Er wird jetzt hier schnurstracks von hier aus dorthin fahren wollen. Das ist so nicht günstig. Startrichtung. Manuell. Genauso schlecht. Wenn wir dann statt 90
Ja, 90. Sagen die Hälfte. Das macht gar nichts. Das wird gar nichts. Er fängt eben immer wieder hier unten an. Ich hätte es gerne, dass er da oben anfängt. Achso, Start Richtung Norden. Ne, dann müssen wir Richtung Süden nehmen, ne? Lässt er sich nicht beeindrucken dadurch. Selbst wenn wir Ost nehmen. Wird nicht besser. Letzte Himmelsrichtung noch, Westen. Geht nicht. Automatisch. Gegen Uhrzeigersinn. Fängt er dann dort oben an. Fährt halt nur die Vorgewände anders drum. Nein, das machen wir nicht gegen Uhrzeigersinn. Wir machen schon im Uhrzeigersinn. Und dann machen wir halt eine andere Variante. Dann fahren wir mal hier noch ein Stück vor, dass er hinten genug Platz hat. Und wir werden jetzt das Ganze mit einer Vorgewendebahn beginnen. Dann ist er halt hier oben fertig. Geht dann halt nicht anders. So, natürlich speichern. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. 06 Drescher. Nehmen wir aber hier noch nicht einen Abfahrer, wir nehmen hier einen Drescher. Wobei das Restrisiko immer bleibt. Eigentlich ist es besser, wir nehmen wirklich vorne einen Abfahrer. Weil es könnte ja wirklich sein, er ist, befindet sich hier auf dem Feld und dann ist er ja von hier aus, fährt nicht in die Bäume rein. Ne? Da hätten wir vielleicht auch von dort aus starten sollen, unseren Kurs. Mit Abfahrer. Ja gut, egal. So, läuft das jetzt hier? Das läuft mal wieder nicht perfekt hier. Das ist schon wieder... Da könnte ich doch schon wieder... Warum steht denn der hier im Feld rum? Das ist so viel Platz. Muss doch nicht im Feld rumstehen hier. T8 kommt zurück. Das wird wahrscheinlich gerade so passen hier. Oder haben wir ja doch vier Abfahrer im Beschlag? Ach, da stimmt doch hier auch was nicht, oder? Ah, ne, wird übergeladen. Naja. So, gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Chaos anrichten können. Aber ob das passiert, werden wir uns dann heute in der zweiten Folge angucken müssen. Denn erste Folge ist schon rum.
Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Geht ja nachher gleich weiter, 13 Uhr. Bis dahin und tschüss.